ihr Lieben, ich melde mich zurück mit einem neuen Unboxing. Also ich packe mal wieder aus. Total ungeplant, weil es war eigentlich eine schnelle Entscheidung. Ich hatte noch ein bisschen Geld übrig und es war ziemlich günstig zu kriegen. Es ist ein Vintage Tamagotchi und ich bin super, 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 super happy, dass ich das in dieser Farbe bekommen habe, in dieser Konstellation. Eigentlich möchte ich gerne ein anderes haben, eine andere Shell, aber die liebe ich genauso und es war die beste, die er hatte. Und von daher, ich bin super happy, dass ich es bekommen habe, aber ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich habe es schon geöffnet. Das ist mein P2. Also die zweite Generation von der ersten Herausgabe. Ist von 1996 bis 97. Wow. Uhu. Und es ist in Silber. Beim letzten Mal habe ich ja ein goldenes ausgepackt. Jetzt habe ich ein silbernes noch in meiner Collection. Und ich bin super happy. Es war das Einzige, was er von seinen Tamagotchis hatte. Der junge Mann, der mir das verkauft hat, hat einen Kellerfund gemacht und da war eine Box mit Tamagotchis und da waren 10 Stück drin und die hat er jetzt sehr günstig, wirklich, also für heutige Verhältnisse sehr günstig, dem Volke sozusagen angeboten zum Kauf. Also ich habe dafür 16 Euro mit Versand bezahlt. Das ist unschlagbar und das ist für die Vintages absolut top. Da muss man einfach zuschlagen, wenn man diese Möglichkeit bekommt. Und deswegen habe ich eins erstmal mir gesichert. Ich hoffe vielleicht, dass ich noch ein zweites rankomme, aber die Nachfrage scheint doch etwas größer zu sein. Also ich weiß noch von einer Person, dass die auch zwei gekauft hat. Wow, ich bin total platt. Es ist die europäische Version des P2, also dieses Gen 2, zweite Generation. Woran erkennt ihr das? Einmal habt ihr hier diese Description, diese Beschreibung. Und in der diese Beschreibung ist hier in Blau. Das ist ein bestimmter Grund, dass das in Blau ist, weil die Beschreibung der ersten Generation ist in diesem Pink. Sieht man ungefähr, ne? So. Und damit kann man das schon mal super auseinanderhalten. Pink für die erste Generation und dieses Türkisblau für die zweite Generation, was super toll ist. Warum hat sie jetzt so eine Beschreibung? Ich lege die mal hier daneben, damit ihr das nochmal seht. Ich habe natürlich auch schon ein P1. Das habe ich kostenlos damals bekommen von meinem Partner. Der hat mir das kostenlos quasi versorgt. Dafür habe ich nichts bezahlt. Das ist total gepflegt worden und hat auch die ganzen Jahre sehr gut überstanden. Und was ich noch gemacht habe, ich habe es jetzt hier. Das ist ein Translucent Pink. Also man kann hier durchgucken. Man sieht quasi den Körper des Tamagotchis. Und man hat hier 3 gelbe Knöpfe. Und dann habe ich ja dazu noch bei Boutique Tamagotchis diese süße Case bekommen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, als Tipp, diese Cases, wenn ihr die seht und ihr seht die für wirklich einen super, super Preis, kauft sie. Wirklich, kauft sie. Ich weiß, viele sagen, ist ja jetzt nicht so wichtig und sowas. Doch, es ist wichtig, gerade wenn ihr Sammler seid. Damit könnt ihr einfach viel Schaden vermeiden. Es ist hier unten so ein Pad drin, damit keine Kratzer entstehen. Es ist total toll. Man kann es überall mit hinnehmen, weil hier kann man die Kette durchmachen. Kauft sie. Also ich habe schon 5 oder 6 Cases plus noch 2 Cases für meine Osuchi und Mesuchi im passenden Design dazu. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht bereut. Und ich werde hier auch hüten wie mein Augapfel. Weil wenn man das wirklich hat und hier sowas safe hat, dann ist man wirklich für solche Sachen hier, wenn man gerade keine Verpackung hat, ist das spitze, weil das Tamagotchi zerkratzt trotzdem nicht und es ist in einer Art Verpackung. Also das ist wirklich spitze und von daher halte ich es auch immer hier drin. Genau. Also ich muss aber nochmal nachlegen, ich brauche noch mehr von den Dingern. die gibt es wirklich für verschiedene Sachen. Gibt es zum Beispiel auch zum Merino dazu und solche Sachen, aber eigentlich passt ein Cases, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man kauft sich jetzt ein weißes für sämtliche Tamagotchis, passt das einfach perfekt, es ist super und man hat immer was, wo man es sichern kann, wenn man damit spielt oder wenn man es in den Schrank reinlegen, ist es vielleicht nicht so wichtig, aber wenn ich jetzt damit spiele aktiv, dann würde ich das natürlich immer nutzen, um einfach mit dazu nutzen. Genau, dann zerkratzt es mir nicht, wenn ich es irgendwo in meine Tasche stecke oder was weiß ich. Passen auch alle rein. Du passt das Angel rein, das Merino, das Ocean, Genjin, Mothra,
Die P1s und P2s, die einzigen, die ein anderes Format haben, sind die Osuchi und Mesuchi, aber die haben eigene Cases, also dort einfach die Hand drauf halten. Die kosten momentan bei eBay, habe ich schon etliche gesehen, für 15 Euro plus Versand, ist ein guter Preis. Die sind teilweise schon für 30 Euro rausgegangen pro Stück. Also, dazu P1, P2. Und jetzt habe ich noch einen Tipp, wie ihr es noch unterscheiden könnt. Also man kann es nicht nur an der Beschreibung unterscheiden, sondern man kann es auch hier an dem Hintergrund unterscheiden. Ach, man sieht das ja so schlecht hier. Jetzt sieht man es besser. Und zwar habt ihr hier solche Spots in Pink und in Blau. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen hier. Ja, das ist sowieso, weiß nicht, gepunktet hier. So sind solche Linien nach unten, ne? Und hier, da müssen wir mal ein bisschen hinter den Aufkleber gucken. Hier sieht man es ganz gut. Das sind solche geschwungenen in Gelb und Blau geschwungene Linien im Hintergrund. Und das ist dann das P2 und das P1 sieht so aus. Also wenn ihr euch echt mal unsicher seid, dann könnt ihr auf diese zwei Sachen achten. Ich muss aber dazu hinfügen, dass es unterschiedliche Verpackungsweisen gibt. Das ist die europäische Verpackung in diesem eingeschweißten System. Es gibt eine amerikanische Verpackung, die ist mit Pappe und die ist eine Art Booklet. Das heißt, man hat die Verpackung und dann klappt man das auf und dann ist das Tamagotchi drin und dann hat man hier noch so eine Seite mit Beschreibung. Das ist total toll. Ich versuche so ein P1 gerade zu kriegen. Momentan fehlt es ein bisschen am Geld, aber ich habe mir schon eins ausgeguckt. Und sobald das da ist, würde ich euch dann auch nochmal die Unterschiede daran zeigen. Wenn ihr das jetzt sofort wissen wollt, kann ich euch das nur jetzt kurz beschreiben. Also man hat dieses Booklet und dann hat man hier oben wie das hier. Das ist bloß abgesetzt hier für das Draufhängen auf den Ständer. Das ist dann abgesetzt und das wäre dann entweder für das P1 in Violett gehalten oder für das P2 in Blau gehalten. Also es guckt dann noch über der Box so ein bisschen drüber hinweg. Das wären die Unterschiede, wo man es jetzt von außen festmachen könnte. Und manche fotografieren nur die Boxen und manchmal nicht das Tama und dann weiß man es nicht. Und wie sieht es denn aus? Also bei dieser amerikanischen Verpackung entweder Violett für P1 oder so ein bläulicher Ton für P2. Also es ist im Prinzip dasselbe wie hier. Na, bloß, dass das mehr ins Violette hier geht, das ist nicht so pink. Ja, kurz zur Verpackung. Also wie gesagt, da habe ich ja kurz erklärt hier. Hier sind, man merkt doch, dass es die europäische Version sind. Hier sind sehr viele Sprachen drauf. Das heißt, Englisch haben wir drauf, wir haben Französisch drauf, wir haben Deutsch drauf, wir haben Spanisch drauf. Und das hier könnte vielleicht Niederländisch oder sowas sein. Genau. Ja, ich denke doch. Und hier haben wir jetzt auch wieder die ganzen Sachen auf Deutsch hinten drauf stehen. Viele neue Charaktere. Tamagotchi ist ein winziges Cyberspace-Haustier, das zum Überleben und Wachsen deine Liebe braucht. Füttern haben wir als Option. Licht, An- und Aus, Spielen, Krankenpflege, die Toilette, Gesundheit, Disziplin und das Achtungssymbol, das ist dieses Attention-Icon, was immer aufpiepst, wenn irgendwas ist und weil er irgendwas braucht. Ja, das war's dazu schon. Dem ist eigentlich gar nicht mehr anzufügen. Ja, also ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß. Ich muss noch eine Meldung machen, die ein bisschen trauriger ist. Das finde ich jetzt nicht so schön. Ich habe ja mein Gewinnspiel gemacht. Leider bin ich auf einen Preis, ich will nicht sagen sitzen geblieben, aber ein Gewinner hat sich nicht gemeldet. Und zwar ist das gerade der erste Preis, wo ich ja dachte, oh, das ist ja das Ding der Dinge. Diese Dame hier, oder Herr, ich weiß nicht, aber ich denke, das ist eine Dame, hat sich bei mir leider nicht gemeldet. Ich habe sie über YouTube angeschrieben, ich habe versucht, sie zu erreichen, es kam bis jetzt keine Reaktion. Die Zeit ist jetzt abgelaufen, ich habe 14 Tage Schonfrist gegeben, das hatte ich auch unter das Video drunter geschrieben, dass sie sich bis zum 2. Juni melden kann. Heute ist der 2. Juni. Juli und von daher ist die Zeit jetzt leider um. Ich würde den Preis jetzt einbehalten. Nur, dass es jetzt wirklich keine böses Blut im Nachhinein gibt. Es wurde gewarnt, es wurde angeschrieben, mehr ist einfach nicht in meiner Macht. Wenn ich keine Kontaktdaten habe, dann habe ich sie nicht. Und dann kann ich auch nur das machen, was ich erreichen kann. Und jetzt ist dieser erste Preis, wird jetzt in die zweite Verlosung, wenn wir dann 500 Mann sind, wird die dann mit reingenommen, dieser erste Preis quasi. Ich denke mal, das ist fair. Und ich weiß aber nicht, das wird dann sicherlich nicht der erste Preis sein, weil ich versuche für die zweite Verlosung ein bisschen was Cooleres zu kriegen. Wird aber schwierig. Aber ich hoffe, dass das ja noch ein bisschen dauert. Deswegen habe ich ja 500 Leute gesagt.
Genau. Also Eva Maria, wenn du das jetzt gesehen hast und du siehst hier noch deinen Namen, tut mir leid. You fucked it up. Also Zeit ist abgelaufen. Du hast es verpasst. Schade. Ja, dem jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz tollen zweiten Juli. Und ihr habt viel Spaß, wenn ihr wollt. Dann dürft ihr auch gerne mein Video liken. Ihr dürft euch natürlich abonnieren. Ihr dürft Kommentare lassen. Alles, was ihr möchtet. Ich freue mich auch über alles, was ich lese, höre, sehe. Und sage einfach an dieser Stelle dann, ich wünsche noch alles Gute und bis zum nächsten Video, was dann hoffentlich auch irgendwann mal das Tamagotchi-Mix ist. Also, bis dann. Tschüss.